Erstsemesterbegrüßung im Staatstheater Darmstadt. Das Studium an der Hochschule Darmstadt beginnt. Ein neuer Lebensabschnitt liegt vor den frisch immatrikulierten Studenten. Also ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen und ich erwarte mir erstmal neues Wissen anzueignen und neue Leute kennenzulernen und einfach was aus mir zu machen. Ich werde soziale Arbeit, Generationenbeziehungen in einer alternden Gesellschaft studieren. Meine Erwartungen vom Studium sind, dass ich eben erstmal von den sozialen Kontakten her gut aufgenommen werde, weil ich hier neu bin und mich gar nicht in der Stadt auskenne. Und zum Studium selbst hoffe ich mir, dass ich eben das wieder umsetzen kann, was ich in meinem FSJ gesehen habe und an Erfahrungen gesammelt habe. Und für die Zukunft wünsche ich mir, dass ich halt im Studium weitermache und dass es mir sehr viel Spaß macht. Ich fange mit Kommunikationsdesign an. Ich war schon auf einem beruflichen Gymnasium für Gestaltungs- und Medientechnik. Deswegen bin ich schon ein bisschen drin. Und ich erhoffe mir einfach, dass ich so ein bisschen was lerne, viel mitnehmen kann, neue Leute kennenlerne und einfach eine tolle Zeit habe. Was macht Darmstadt zu einer attraktiven Studentenstadt? Bürgermeister Raphael Reißer hat da klare Vorstellungen. Also Darmstadt ist natürlich eine sympathische, weltoffene Stadt. Für uns ist es ganz, ganz wichtig, dass jeder, der hierher kommt, auch willkommen ist. Egal aus welchem Land, wo er seine Heimat hat. Und hier in Darmstadt sind wir unterwegs als Wissenschaftsstadt Darmstadt, aber auch demnächst als digitale Stadt. Diesen Preis haben wir gewonnen, aber das müssen wir noch werden. Und deswegen ist es richtig, dass viele junge Frauen und Männer hierher kommen nach Darmstadt, um zu studieren und mitzuhelfen an dieser großen Aufgabe, Digitalstadt zu werden. 4.399 Neueinschreibungen verzeichnet die HDA für das Wintersemester. Im vergangenen Jahr waren es nur 3.702. 16.604 Studierende sind es dann insgesamt und das ist ein neuer Rekord für die Hochschule Darmstadt.